Seit Mitte März diesen Jahres ist die Christdemokratin und rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Dass es in diesem Bereich viel zu tun gibt, das ist in Zeiten von übergewichtigen Kindern und langanhaltenden Dürreperioden kaum zu bestreiten. Im Redaktionsgespräch mit Blick aktuell-Chefredakteur Hermann Krupp und Prokuristin Corinna Krupp ging es kreuz und quer durch die bundespolitischen Themen. Ein Schwerpunkt lag dabei auf den aktuell befürchteten Ernteausfällen der Bauern und die in diesem Zusammenhang geforderten finanziellen Hilfen für die Landwirte. Die Winzer freuen sich über diese warmen Temperaturen, aber im Osten oder auch Norden Deutschlands haben wir extreme Dürreschäden und das heißt, dass die an den Halmen das Korn vertrocknet, dass wir nur einen Grünschnitt auf dem Weideland hatten. Das führt dazu, dass Futtermittel fehlt für die Tiere und dass die Ernte schlecht ausfallen wird. Aber wir brauchen zur Gesamtbeurteilung erst die Erntebilanz, die Ende August vorliegen wird. Dann erst sehen wir, was wirklich geerntet worden ist. Aber wo wir helfen müssen, ist natürlich dort, wo das Futter fehlt bei den Tieren. Denn Kühe müssen jeden Tag essen und nicht Geld, sondern Futter. Und da bedarf es des Importes zum Beispiel von Soja. Das ist teurer und da müssen wir schauen, welche Programme die Länder auch auflegen. Rasche Hilfen für Viehhalter kündigte Klöckner an und sieht es in jedem Fall für vertretbar, in Not geratenen Landwirten unter die Arme zu greifen. Kurzfristige Finanzhilfen seien jedoch auf Dauer gesehen auch kein Allheilmittel. Landwirt und Viehhalter zu sein, ist kein Beruf wie jeder andere, denn hier werden unsere Mittel zum Leben, unser tägliches Brot produziert und sie sind systemrelevant für Deutschland. Wenn kleine Landwirtschaftsbetriebe zumachen, dann führt das auch zur Entvölkerung dieser Landstriche und wir werden importieren aus anderen Ländern und das ist für den CO2-Fußabdruck nicht unbedingt besser, wenn es um Nahrungsmittel geht. Aber klar ist auch, landwirtschaftliche Betriebe sind Unternehmer und deshalb kann nicht jeder Verlust ausgeglichen werden. Es gibt eine klare Regelung, wenn 30% Einbußen da sind und wenn es eine nationale Auswirkung hat, kann der Bund flankierend zur Seite stehen. Aber es ist auch klar, dass die Landwirte schauen müssen, dass sie auch risikoresistenter werden, zum Beispiel mit der Diversifizierung verschiedener Anbauarten, das heißt auch spätere Aussaaten, verschiedenste Früchte beziehungsweise auch Pflanzen. Insofern mehrere Standbeine sind da notwendig. Klöckner bezeichnete ihr Ministerium im Interview liebevoll als Genussministerium. Die Organisation Foodwatch kritisierte Anfang Juli dieses Jahres, dass die Bundesernährungsministerin als Botschafterin des Bieres mit einem Schlag zu einem Maskottchen einer ganzen Branche geworden sei. Eine gefährliche Nähe zwischen Politik und Wirtschaft. Es ist aber nicht alles genießbar, womit sich Klöckner beschäftigen muss. Fipronil in Eiern, Gammelfleisch im Supermarkt, verseuchte Babymilch. Verbraucherschützer warnen davor, der nächste Lebensmittelskandal sei nur eine Frage der Zeit. Gesunde Ernährung ist für die Ministerin ein großes Thema. Worauf der Fokus ihrer Arbeit aktuell liegt und welche Hürden es noch zu meistern gilt, dazu mehr in den gedruckten Ausgaben von Blick aktuell.